Wir alle brauchen Erdöl. Ohne diesen Rohstoff würde unser Leben stillstehen. Allein die Europäer verbrauchen 2,5 Milliarden Liter pro Tag. Kaum ein Kunde weiß, bei der Ölförderung kommt auch Erdgas aus dem Boden. Anstatt diesen wertvollen Rohstoff zu nutzen, wird er meistens abgefackelt. Verschwendet und als Klimakiller in die Atmosphäre gejagt. Für die Ölkonzerne zählt offenbar nur das schnelle Geld. Beim Abfackeln des Gases werden jedes Jahr 400 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt. So viel wie alle Autos in Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen ausstoßen. Die Ölmultis machen ihre Geschäfte auf Kosten von Mensch und Umwelt. In Ländern wie Russland, Gabun oder wie hier in Nigeria. The amount of carbon we pump into the air. Unglaubliche Mengen Kohlendioxid werden hier in die Luft geblasen. Einfach abgefackelt. Jeden Tag, 24 Stunden ohne Pause. Das ist Gas. Shell bringt unser ganzes Dorf um mit dieser Flamme. Das Öl aus Nigeria, für das so viel Treibhausgas in die Luft gejagt wird, landet zum Beispiel hier, im Rotterdamer Hafen. Die größte Raffinerie Europas gehört einem der umsatzstärksten Rohstoffhändler der Welt, dem niederländischen Konzern Shell. Der Ölmulti machte 2010 16 Milliarden Euro Gewinn. Sunny Ofeh kommt aus Nigeria. Weil er in seiner Heimat verfolgt wurde, lebt er heute in Rotterdam. Er kämpft seit vielen Jahren gegen die Gasfackeln in seinem Land. Jeder, der Auto fährt, der verbraucht Öl, Benzin oder Diesel. Ich möchte, dass Sie bei jedem Liter Benzin, bei jedem Liter Diesel, den Sie tanken, daran denken, woher das Erdöl kommt. Und Sie sollten wissen, welche Folgen das für die Menschen vor Ort hat. Wir sind im Niger-Delta. Viele internationale Ölkonzerne holen hier das schwarze Gold aus dem Land. Über den Dörfern brennen Gasfackeln. Tag und Nacht. Giftiges Kohlendioxid gelangt in die Atmosphäre, belastet die Menschen und die Umwelt. Und das, obwohl das Gasabfackeln hier seit 1984 grundsätzlich verboten ist. Wenn Öl aus dem Boden gepumpt wird, gelangt auch Erdgas mit in die Leitungen. Das stört die Ölförderung, denn der Druck in den Pipelines steigt. Dadurch fließt weniger Erdöl durch die Rohre. Deshalb wird das Gas vom Öl getrennt. Aus diesen maroden Rohren tritt zudem giftiges Methan aus. Methan hat einen 21-mal höheren Treibhauseffekt als Kohlendioxid. Was in der Leitung bleibt, wird einfach abgefackelt. Wir sind in Ivrikan, im Westen des Niger-Deltas. Hier treffen wir den Mann, der seit Jahren die Folgen des Gasabfackelns in seiner Heimat dokumentiert. Der Umweltaktivist Omobirajen Efituri weiß, wo die Gase in die Luft gejagt werden und wer dafür verantwortlich ist. In diesem Fall der Ölmulti Shell. Nur ein paar hundert Meter vom Dorf entfernt verbreiten die Fackeln die giftigen Gase. This is the first point. Then the second, look at the second point is off, is put off. Das hier ist die erste Gasfackel. Die zweite haben sie gerade abgestellt. The second one, that one is off now. Aber manchmal brennen auch beide gleichzeitig.
People dying on daily basis. Jeden Tag stirbt jemand durch das Gasabfackeln. Es ging immer nur um die Ölproduktion. Die Menschen hier haben nichts davon. Keinen Strom, keine guten Straßen, keine Wasserleitungen. Und Shell ist schon seit 30 Jahren hier. Seit Jahrzehnten feuern die Ölkonzerne pechschwarze Rußpartikel in die Atmosphäre. Wie hier Ajib, ein Partner von Shell Nigeria. Die schwarze Schmiere hängt am Himmel wie eine Asphaltstraße und saugt das Sonnenlicht auf. Dadurch erhitzt sich die Luft. Eine wichtige Ursache dafür, dass weltweit die Temperaturen ansteigen. Vor Ort verdorren die Pflanzen und die Erde trocknet aus. Die Rußwolken verbreiten drückende Hitze und die Menschen warten vergeblich auf Regen. Früher haben wir Yam-Yam-Wurzeln angebaut. Aber unser wichtigstes Nahrungsmittel wächst hier nicht mehr, wegen der Fackel. Das Einzige, was jetzt noch wächst, ist die Cassava-Pflanze. Sie trägt kaum noch essbare Knollen. Und wenn man sich hier umguckt, kann man die Auswirkungen genau sehen. Inzwischen ist hier alles tot. Aber nicht nur die Hitze und der Kohlenstoff sind ein Problem. Aus den Fackeln kommt Stickstoffoxid, Kohlenmonoxid, Benzol und Schwefeldioxid. Allesamt schwer gesundheitsschädlich. Die Menschen, die von den Giften betroffen sind, können wir nur heimlich treffen. Denn die Dörfer werden streng bewacht. Shell fördert hier schon seit 30 Jahren Öl. Früher haben wir gefischt und konnten fast alles anbauen. Die Ernten waren gut. Aber seitdem Shell hier ist, sind wir krank. Ich kriege kaum noch Luft und kann kaum noch sprechen. Und alles, weil Shell hier das Gas abfackelt. Um mehr über die gesundheitlichen Auswirkungen zu erfahren, fragen wir in einem Krankenhaus in dem betroffenen Gebiet nach. Bau und Ausstattung der teuren Privatklinik wurden von Shell mitfinanziert. Chefarzt Dr. Asebi Korikie behandelt viele Patienten, die durch die giftigen Gase krank geworden sind. Er ist durch eine chronische Atemwegserkrankung sehr geschwächt. Er hat Husten und Atemnot, weil er über einen langen Zeitraum den erhöhten Kohlenwasserstoffverbindungen in unserer Umwelt ausgesetzt war. Seine Leiden sind chronisch. Ich kann nur die Symptome seiner Krankheit lindern. Das ist ein gutes Beispiel dafür, mit welchen Problemen wir in unserer Umwelt zu kämpfen haben. Und das liegt alles am Gasflaring, dem Abfackeln des Gases. Heilen kann der Arzt die vielen Kranken also nicht. Die Auswirkung des Gasflarings auf die Gesundheit der Menschen ist wirklich sehr groß. Die Folgen sind vor allem Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel Asthma, Lungenkrebs, Bronchitis oder Lungenentzündung. Und es kann auch Hautkrebs verursachen. Besonders betroffen sind Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter. Während der Schwangerschaft kann es zu schweren Missbildungen des Fötus kommen. Das Baby hier ist dieses Jahr, am 30. Juli, bei uns im Krankenhaus zur Welt gekommen. Diese Mutationen und Missbildungen sind eine direkte Konsequenz des Gasflarings. Das Baby war nicht lebensfähig und ist kurz nach seiner Geburt gestorben. Gasflaring bedroht also auch die kommenden Generationen. Denn Benzol verändert das Erbgut. Und Kohlenmonoxid führt zu schweren Missbildungen. Was sagt Shell dazu? Einer der Haupterzeuger der giftigen Gase. Wir haben keine Belege, dass das Abfackeln einen negativen Einfluss auf die Umwelt oder die Gesundheit der Menschen hat. Es gab verschiedene Studien, die unabhängig von Shell durchgeführt wurden, und keine der Studien äußert irgendwelche Bedenken. Unsere Nachfrage ergibt, Shell bezieht sich vor allem auf eine Weltbank-Studie von 1995.
Doch darin wurden die Auswirkungen des Gasflarings auf die Gesundheit nicht ausreichend untersucht. Daraufhin hat Shell selbst eine Studie in Auftrag gegeben. Dr. Peter Seid arbeitete daran mit. Bis heute wurde diese Studie nicht veröffentlicht. Die Umweltstudie über das Niger-Delta wurde von Shell Nigeria bezahlt. Dabei kam heraus, dass ein direkter und grundsätzlicher Zusammenhang zwischen dem Abfackeln des Gases und den schweren Erkrankungen in den Dörfern besteht. Wir sind davon ausgegangen, dass diese Ergebnisse veröffentlicht werden. Das ist nicht geschehen. Das kann nur heißen, dass Shell etwas zu verbergen hat. Mehr noch, Shell missachtet die Gesetze. Denn Gasflaring ist schließlich in Nigeria verboten. Nach einer Klage von Dorfbewohnern bestätigte das Gericht am 7. November 2005 das Gasflaring-Verbot. Shell und die anderen Ölkonzerne sollten die Fackeln sofort abstellen. Aber das haben sie nicht getan. Shell hat mehr Macht als die Regierung. Die Regierung hat versagt. Das Urteil wurde vom obersten Gerichtshof im Niger-Delta gefällt. Wir fragen nach, wie es möglich ist, dass die Ölkonzerne weiter gegen die Gesetze verstoßen. Wir treffen den Oberstaatsanwalt und Justizminister Ubayuwana. Die Ölkonzerne haben eine mächtige Lobby. Sie treffen sich mit den zuständigen Politikern und führenden Vertretern der staatlichen Ölverwaltung. Diese Beamten sind eigentlich dafür zuständig, die Produktion zu überwachen und das Gasflaring-Verbot durchzusetzen. Aber diese Leute lassen sich mit Ausreden wie "Gebt uns noch ein paar Jahre, weil wir so große Schwierigkeiten haben" von der Ölindustrie abspeisen. So wird das Ende des Flarings immer weiter hinausgezögert. Ich muss sagen, wir sind hilflos. In den Ölfördergebieten regiert das Militär. Der Hintergrund: Der nigerianische Staat ist an Shell Nigeria beteiligt und bekommt 55% der Einnahmen. Dafür schützt die Armee die illegalen Machenschaften der Ölkonzerne. Auch Total und Agip verdienen mit an Shells Ölgeschäft. Das ganze Land ist auf Rohölexport ausgerichtet. Nigeria ist abhängig von den Ölfirmen, denn 80% der Staatseinnahmen stammen aus dem Export. Davon profitiert vor allem die Zentralregierung in der Hauptstadt. So kann Shell dafür sorgen, dass die ganze Welt mit Öl aus dem Niger-Delta versorgt wird. Und keiner fragt nach, ob Gas abgefackelt wird. Der schwarze Ruß bleibt zurück. Und das schwarze Gold wird nach Europa verschifft. Die lokalen Politiker in den betroffenen Ölförderregionen fordern internationale Umweltstandards. Die internationale Gemeinschaft muss Shell, Agip, Elf und all die anderen Ölkonzerne verurteilen. Sie halten sich nicht an internationale Standards und Gesetze. Dabei sind es europäische Unternehmen. Und der Profit, den sie aus diesem dreckigen Geschäft ziehen, wandert nach Europa. Dabei stammt das ganze Geld aus unserem Land. Wir bezahlen mit Jahren unseres Lebens dafür, für einen Gewinn, der in Europa versteuert wird. Die Konzerne müssen endlich gezwungen werden, auch in Afrika nach europäischem Gesetz zu handeln. Gasflaring ist in Europa und Nigeria verboten. Jahrzehntelang ignorierten europäische Staaten die klimazerstörenden Praktiken der Ölkonzerne. Doch Ende 2009 gelang nigerianischen Bauern das Unglaubliche. Ihre Klage gegen Shell wurde vom Gericht in Den Haag angenommen. Jetzt wird in den Niederlanden gegen Royal Dutch Shell ermittelt. Ein Politikum. Im Dezember 2010 bereisen deshalb Abgeordnete des holländischen Parlaments das Niger-Delta. Hier regiert die Joint Task Force, eine Spezialeinheit der nigerianischen Regierung, die das Ölbusiness schützt.
Das Ziel der europäischen Politiker, eine Gasfackel von Shell im Niger-Delta. Mit dabei der Umweltaktivist Sunny Ofer. Ein Botschaftsvertreter soll die Gruppe vor einer Verhaftung schützen. Die Abgeordnete des holländischen Parlaments, Sharon Gesthuizen, erlebt zum ersten Mal, was es bedeutet, wenn Gas abgefackelt wird. Diese Hitze ist unglaublich. Es ist wirklich schwer, sich vorzustellen, dass die Fackeln Tag und Nacht brennen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und das über Jahrzehnte. Obwohl die Gruppe im Auftrag der niederländischen Regierung unterwegs ist, wird sie an der Shell-Fackel von der Joint Task Force verhaftet. Wir waren in einem Botschaftsauto unterwegs, was uns eigentlich Immunität garantieren sollte. Sogar ein Vertreter der niederländischen Botschaft hat uns begleitet. Aber das Militär setzte uns fest. Sie haben uns mehr als 4 Stunden festgehalten. Erst nach Mitternacht haben sie uns wieder freigelassen. Aber ich bin nicht enttäuscht. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Als Vertreter der klagenden Bauern ist es Sunny Ofer gelungen, die europäische Öffentlichkeit auf Shells illegale Praktiken aufmerksam zu machen. Das holländische Parlament in Den Haag hat daraufhin den Ölmulti vorgeladen. Wichtigster Zeuge, Sunny Ofer. Shell hat viel zu verlieren. Wenn der Konzern in den Niederlanden wegen des verbotenen Gasflarings verurteilt werden sollte, kann das Geschäftsverbot drohen. Dass in Nigeria weiter abgefackelt wird, kann die Abgeordnete Gesthuizen bezeugen. Ihre Partei hat die öffentliche Anhörung eingefordert. In den meisten unserer Dörfer leiden die Menschen unter dem Gasflaring. Und ständig erfahre ich in den Nachrichten von Menschen, die das Klima retten wollen. Und ich frage mich, warum diese Leute nicht einfach ins Niger-Delta kommen und die Gasfackeln abstellen. Shell ist sich keiner Schuld bewusst. Die Anschuldigung, dass Shell niedrigere Standards in Afrika hat, stimmt nicht. Die Begründung ist absurd. Die Produktion von Shell in Nigeria gleicht der in Gabun. Die Umweltbedingungen unterscheiden sich kaum. Die Fördermethoden sind nahezu identisch. In Gabun gilt Shell als umweltfreundlich. Das Gasflaring und die Öllecks in diesem Land haben weder national noch international zu Auseinandersetzungen geführt. Und wir fördern dort schon seit 50 Jahren. Die katastrophalen Folgen für das Klima sind Shell also offenbar egal, solange keiner dagegen protestiert. In den letzten 10 Jahren wurden rund 1.500 Milliarden Kubikmeter Gas von den Ölkonzernen verschwendet. Ist das den verantwortlichen Politikern in Europa überhaupt klar? Wir fragen beim deutschen Umweltministerium nach, aber unsere Interviewanfrage wird abgelehnt. Es ist absurd. Mit dem Begleitgas könnte zum Beispiel ganz Deutschland mit Strom versorgt werden. Kohle- und Atomkraftwerke würden überflüssig. Auch Total ist in das schmutzige Geschäft verwickelt. Die Kundschaft soll offenbar nichts davon erfahren, denn vor der Kamera will Total keine Stellung beziehen. Andere Termine sind wichtiger. Und auch das französische Umweltministerium gibt sich zugeknöpft. Maßnahmen gegen Total? Diese Frage stößt auf Unverständnis. Und schließlich, so heißt es aus den Ministerien, kümmere sich ja die EU darum. In Europa wird das Gasflaring-Verbot eingehalten. Die Europäische Kommission hat extra für den Klimaschutz ein neues Ministerium geschaffen. In einer Welt, in der Energie knapp ist und die natürlichen Ressourcen zu Ende gehen, ist das ein Wahnsinn. Wir müssen Gesetze schaffen, die diesem Wahnsinn ein Ende setzen.
Die Europäer können nur die Anlagen innerhalb ihrer Landesgrenzen kontrollieren und Anforderungen für die Einfuhr stellen. Aber diese Gasfackeln gehören zu Anlagen außerhalb Europas. Wir haben so gut wie keine gesetzlichen Möglichkeiten, die Ölfirmen vor Gericht zu bringen. Deshalb brauchen wir internationale Abkommen. Washington DC. Hier sitzt die Weltbank. Sie versucht, internationale Abkommen durchzusetzen, um die Verschwendung zu beenden. Finanziert von Regierungen und Ölmultis soll sie dafür sorgen, dass das Gas in Zukunft besser genutzt wird. Der Leiter des Programms, Ben Svensson, reist durch die ganze Welt und versucht, alle Verantwortlichen an einen Tisch zu bekommen. Gasflaring ist ein globales Problem. Gasflaring ist ein globales Problem. Jedes Jahr werden dabei 400 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Eine unglaubliche Energieverschwendung. Dabei könnte die Energie sinnvoll genutzt werden. Unser Programm vermittelt zwischen den Regierungen und den Ölkonzernen. Wir haben keine Gelder, um selbst zu investieren. Wir geben Ratschläge und technische Unterstützung, aber wir finanzieren keine Projekte. Wir sind abhängig von den nationalen und internationalen Ölkonzernen und den Regierungen. Bisher hat die Weltbank offenbar wenig Erfolge vorzuweisen. Unsere Suche nach einem Ölkonzern, der schon heute klimaschützend handelt, führt uns nach Ecuador. Das kleine südamerikanische Land hat die Rohölförderung verstaatlicht und macht Schluss mit dem Gasflaring. Im Auftrag der ecuadorianischen Regierung soll der Manager Berend van den Berg das Projekt umsetzen. Unterstützt wird er von Thomas Rönn. Seine finnische Firma liefert die Generatoren. Ecuadors Ölquellen liegen im Amazonas. Petro Amazonas, die staatliche Ölfirma, tut alles dafür, die Natur zu schützen. Deshalb sollen auch die Gasfackeln abgestellt werden. Die vier Generatoren da hinten verbrennen Rohöl. Das sind die, die wir umstellen, von Öl auf Gas. Die finnische Firma hat spezielle Generatoren entwickelt, die das Begleitgas in Strom umwandeln. Ein hochtechnisiertes Verfahren, das weltweit anwendbar ist. Der Projektleiter Berend van den Berg wuchs im südamerikanischen Dschungel auf und erlebte, wie die Gasfackeln die Natur zerstören. Vor 2-3 Jahren konnte ich die Regierung von Ecuador von meiner Idee überzeugen. Der Präsident ist sehr umweltbewusst und er will, dass jeder Dollar sinnvoll investiert wird. Der Öl- und Bergbauminister sagte, okay, wir kaufen deine Idee. Legt los und setzt sie um. Aber stellt sicher, dass ihr die Energie optimal nutzt. Schließlich sind es nicht erneuerbare Energien. Wir müssen in Sachen Begleitgas einen erheblich besseren Job machen als den, den unsere Vorgänger gemacht haben. Die privaten Ölfirmen, die früher die Anlagen betrieben, hinterließen nur Schrott. Wegen ihrer katastrophalen Umweltbilanz mussten sie das Land verlassen. Ein schweres Erbe. Sie haben uns völlig verdreckte Ölförderanlagen hinterlassen. Überall Öl, Farben und Chemikalien. Wir mussten die ganze Erde umgraben und säubern. Sie haben Gasgeneratoren gekauft, aber sie konnten nicht damit umgehen. Was sie auch immer gekauft haben, ließen sie einfach verrotten. Und wir mussten die ganze Anlage sanieren und die Generatoren zum Laufen bringen. Das hat uns Millionen Dollar gekostet. Und Petro Amazonas schafft die große Wende. Alte Anlagen werden klimafreundlich modernisiert. Das Begleitgas wird nun genutzt. Die neuen Generatoren sind mobil einsetzbar. Sollte das Öl hier versiegen, kann man die Maschinen zur nächsten Ölquelle bringen.
150 Millionen US-Dollar lässt sich der Staat die Installation der neuen Generatoren kosten. Aber das lohnt sich, auch für die Regierung. Da wir das Gas nicht abfackeln, haben wir klare Vorteile. Anstatt Diesel oder Rohöl zu verbrennen, können wir das Gas nutzen. Vorher wurde es einfach in die Atmosphäre gejagt. Bei Petro Amazonas haben wir so 75 Millionen Dollar eingespart. Das heißt, die Investition von 150 Millionen Dollar zahlt sich schon nach 2 Jahren aus. Das ist die wirtschaftliche Komponente. Für die Regierung ist es aber noch viel wichtiger, dass wir weniger Treibhausgase ausstoßen. Damit verbessern wir unsere CO2-Bilanz. Wir haben wichtige Klimaziele bereits erreicht. Mit den neuen Gasgeneratoren spart Petro Amazonas so viel Treibhausgas ein, dass Ecuador dafür sogenannte CO2-Zertifikate bekommen soll. CO2-Zertifikate werden für treibhausgaseinsparende Maßnahmen von den Vereinten Nationen vergeben. Man kann sie an der Klimabörse verkaufen. Eine zusätzliche Einnahme. Der Anteil von Begleitgas in den Ölpipelines schwankt. Bei zu niedriger Gaszufuhr schalten die Generatoren deshalb automatisch auf andere Brennstoffe um. Warum investieren bisher so wenige Ölmultis in die neue Technologie? Die Ölindustrie ist sehr festgefahren, was Veränderungen angeht. Das Abfackeln ist für sie die einfachste Methode, um das Gas loszuwerden. Wenn man das Begleitgas nutzen will, muss man zunächst investieren. Neue Stromkraftwerke müssen gebaut werden und das erscheint kompliziert. Deshalb widersetzt sich der Markt. Das ecuadorianische Modell kann sich bisher nicht durchsetzen. Das beweisen die Satellitendaten der amerikanischen Regierung. Hier beim NOAA, der zuständigen Behörde für Klimadatenmessungen, wird das Gasfackeln beobachtet. Die Messungen ergeben, jedes Jahr werden rund 400 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt. Trotz fataler Folgen für das Klima. Seit 2002 liefert das NOAA unabhängige Daten. Dr. Elvich, Leiter der Gas-Flaring-Abteilung, findet sogar neue Fackeln in Nigeria. Das hier sind alles Gasfackeln. Die rot markierten Punkte sind neue Fackeln von 2009. Die gab es im Jahr 2000 noch nicht. Wir konnten die Entwicklung in den letzten 3 Jahren beobachten und so neue Fackeln identifizieren. Welcher Konzern abfackelt, können die Satelliten nicht erkennen. Wir sammeln die Daten eines ganzen Jahres. Unsere Satelliten empfangen die Signale von den Treibhausgasemissionen. So errechnen wir Durchschnittsdaten, die wir mit den Gas-Flaring-Jahresbilanzen abgleichen, die uns einige Unternehmen und Länder zur Verfügung stellen. Für genaue Berechnungen ist die Behörde auf Daten der Abfackler angewiesen. Neben Nigeria gehört Russland zu den Ländern, in denen massiv Begleitgas verbrannt wird. Aus Russland bekommen wir gar keine Daten. Im Gegensatz zu einigen anderen Staaten. Natürlich wären wir sehr froh über Referenzdaten aus Russland. Die könnten wir dann in unsere Ergebnisse mit einbeziehen. Russland hat guten Grund, seine Daten nicht herauszugeben. Der Staat hat bis heute keine internationalen Abkommen zur Beendigung des Gasflarings unterzeichnet. Bis 2005 hat die Regierung sogar geleugnet, überhaupt Gas abzufackeln. Der schmutzige CO2-Ausstoß kann trotzdem nicht mehr ganz geheim gehalten werden. Wir machen uns auf Spurensuche und fliegen nach Nischnewartowsk in Westsibirien. Hier liegt das Zentrum der russischen Ölförderung. Überall sehen wir Fackeln. An keiner steht ein Firmenname. Aber es zeigt uns, dass es auch in Russland darum geht, möglichst schnell und billig das Rohöl aus der Erde zu holen. Doch das geht nur, wenn man das Gas abfackelt.
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks gingen viele Industriebetriebe pleite. Nun ist Russland auf den Export des Rohöls angewiesen. So stieg das Land innerhalb kürzester Zeit zum größten Ölproduzenten der Welt auf. Wir machen uns auf die Suche nach den Besitzern der Gasfackeln. Auf dem Ölfeld Samotlor finden wir TNK BP, den russischen Ableger der britischen Ölgesellschaft. BP ist Mitglied im Weltbankforum zur Reduzierung des Gasabfackelns. Kann es sein, dass der Konzern hier gegen seine eigenen Umweltstandards verstößt? Wir fragen in der BP-Zentrale in Moskau nach. Wir haben 97% reduziert und da sehen Sie von uns keine Fackeln, wirklich. Das sind nicht nur wir, nicht nur TNK BP, sondern auch andere Erdölfirmen tätig. Da kann ich nichts für unsere Kollegen sprechen. Wir wollen die Aussage überprüfen. Uns gelingt es, einen Mitarbeiter von BP heimlich auf dem Ölfeld von Samotlor zu treffen. Unser Zeuge erzählt uns von 10 großen Gasfackeln, die TNK BP gehören. Er ist empört über die Umweltverschmutzung. Erst wenn das natürliche Erdgas ausgeht, würde man anfangen, über die Nutzung des Begleitgases zu reden. Obwohl er täglich auf dem Ölfeld arbeitet, weiß er nichts von einer Nutzung des Gases. Dabei hat uns doch BP erzählt, dass sie so gut wie gar nicht mehr abfackeln. Wir fragen noch einmal nach. Wird das Begleitgas schon genutzt? In der Nähe von Nizhny Vartovsk, das ist genau das Ölfeld Samotlor, ist das schon im Gange. Also wird zum Beispiel Energie aus dem Begleitgas gewonnen, ist eine Technologie entwickelt worden, um das Gas abzufangen und in die Röhre umzuleiten sozusagen und dann in die Kraftwerke. Da müssten ja die Rohre zur Gasableitung schon von den Ölbohrern beim Drilling mitverlegt werden. Das wird vom Drilling reingesteckt, ja. Werden bei den neuen Bohrungen, dem sogenannten Drilling, wirklich Vorkehrungen für die Nutzung des Gases getroffen? Auf BPs Ölfeld in Samotlor geben wir uns als Mitarbeiter einer Ölfirma aus. Da hinten sind 6 neue Förderstellen gebohrt worden. Wir setzen gerade schwere Drilling-Technik ein. Das ist gefährlich. Die Förderstellen da hinten stehen unter hohem Druck. Aus Arbeitsschutzgründen darf ich sie hier nicht durchlassen. Was ist denn hier für die Zukunft geplant? Will BP nur das Öl nutzen oder auch das Begleitgas? Nein, hier wird nur noch Öl gebohrt. Und das Begleitgas? Begleitgas gibt es, aber es wird nicht genutzt. Wie kann das sein? Nicht einmal der Leiter der Bohrungen weiß etwas von der Nutzung des Begleitgases. Offensichtlich verbreitet BP falsche Informationen. Nirgendwo finden wir so moderne Anlagen wie in Ecuador. Überall wird noch mit alter Technologie aus Sowjetzeiten gearbeitet. Erst wenn ein Rohr völlig verrostet ist, kommt es auf den Schrottplatz. Wir hängen uns an den Laster und kommen zu der Firma, die sich um die Modernisierung der alten Bohrlöcher kümmert. Zu unserer Überraschung finden wir Hinweise auf einer Anschlagtafel, dass diese Firma ein Konzept zur Nutzung des Begleitgases entwickelt hat. Wir haben eine Lösung ausgearbeitet und seit Jahren bieten wir dieses Projekt für die Verwertung des Begleitgases an. Und weshalb brennen die Fackeln dann überhaupt noch? Nun, das ist kein so schnell zu lösendes Problem. Als erstes brauchen wir ein Gesetz gegen das Abfackeln des Erdgases. Das gibt es bei uns nicht. Es wird als nutzloses Begleitgas gesehen. In der jetzigen Situation ist es eben keine verkäufliche Ware. Und die Erdölfirmen können damit machen, was sie wollen. Es gibt eben kein Gesetz. Erst 2014 will Russland das Gasabfackeln verbieten.
Der russische Energieminister Schmatko ist zu einem freundschaftlichen Treffen mit EU-Kommissar Oettinger nach Berlin gekommen. Gemeinsam planen sie die Zukunft der russisch-europäischen Energiepolitik. Sind Sanktionen als Strafe für das Gasabfackeln vorgesehen? Ich glaube nicht, dass wir in Berlin von Sanktionen gegen Moskau sprechen sollten. Und selbst wenn man darüber nachdenken sollte, Instrumente haben wir nicht, weder Sie noch ich. Das Wort Sanktionen höre ich sehr ungern. Aber ich liebe die Gerechtigkeit. Russland ist nicht nur Weltmeister beim Abfackeln des Begleitgases, wie Sie gesagt haben, sondern auch führend bei der Erdölförderung. Wir sind die Nummer eins in der Welt. Warum kann trotz EU-Verbot Benzin aus gasgeflärtem Öl bei uns verkauft werden? Das geht, indem Sie und ich zumindest ein Auto haben und damit fahren und in der Woche einmal tanken. Und noch immer gibt es keine andere Möglichkeit der individuellen Mobilität. Und wenn ich nachher nach Stuttgart fliege, zur Didakta, auch im Flieger ist Kerosin. Und wenn wir Containerschiffe sehen, dort ist auch Benzin. Das heißt, wir haben nicht mehr primär für Wärme, da ist Öl zunehmend auf dem Rückzug, aber für Mobilität, für Überlandbusse, für Trucks, für Schiffe, für Flugzeuge und Autos, noch für zahlreiche Jahre einen stabilen Ölbedarf und müssen akzeptieren, dass andere Gesetzgeber, ich rede jetzt nicht von Worst Case Venezuela oder Libyen, sondern ich rede von demokratischen oder geordneten Staaten, letztendlich noch nicht ganz unsere Umweltstandards akzeptieren. So ist das Leben. Gerne hätten wir Energiekommissar Oettinger zu den Umweltstandards im geordneten Staat Russland befragt. Aber für weitere Fragen stand er nicht zur Verfügung. Auch die Politiker interessieren sich offensichtlich in erster Linie nur für das Öl. Mit verheerenden Folgen für das Klima. Die Hitze lässt die Permafrostböden tauen. Millionen Tonnen Ruß werden in die Atmosphäre geschleudert und landen auf dem Eis der Arktis. Das Sonnenlicht wird nicht mehr vom Eis reflektiert, denn die schwarzen Rußpartikel nehmen die Sonnenwärme auf. Das führt zum Abschmelzen der Gletscher. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Gasflaring auch so zum Klimawandel beiträgt. Die Rußschicht ist zu 50% für die Erwärmung der Arktisregion verantwortlich. Bisher fehlen wichtige Informationen der Ölindustrie, um zu wissen, wie viel Tonnen schwarzes Carbon durch die Fackeln in die Atmosphäre gelangt. Und der russische Staat übt keinen Druck auf die Ölmultis aus, den Treibhausgasausstoß zu verringern. Ob Rosneft, Total, BP oder Shell, alle dürfen fackeln. Durch den Zusammenbruch der Schwerindustrie hat Russland seinen CO2-Ausstoß insgesamt verringert. Dadurch sind große Mengen Emissionsrechte frei geworden, sogenannte CO2-Zertifikate. Diese kann die Regierung auf dem internationalen Markt verkaufen. Das geflärte russische Öl wird nach Europa exportiert. Jeder dritte Liter an unseren Tankstellen stammt aus Russland. Wir sind also abhängig von dieser Ölpipeline. Sie endet in der PCK-Raffinerie in Deutschland. Besitzer sind die bekannten Ölkonzerne Shell, BP und Rosneft. Auch bei der Weiterverarbeitung des Öls entstehen Gase. Sie dürfen nur im Notfall abgefackelt werden, um die Leitungen zu entlasten. Schließlich gibt es hier Gesetze, die den Ausstoß von Treibhausgasen bestrafen. Und das funktioniert. Auch die Leuna-Werke von Total sind so zu einem der saubersten erdölverarbeitenden Betriebe Europas geworden. Hier wird das Erdöl zu Benzin verarbeitet und das Begleitgas zur Stromversorgung genutzt. Damit hat die Raffinerie ihren CO2-Ausstoß reduziert.
Die Folge? Statt einer Gasfackel kommt jetzt nur noch ein bisschen Dampf aus dem Schornstein. Doch die Gesetze werden in Zukunft noch weiter verschärft. Gut für das Klima, aber ein Standortnachteil für die Raffinerien. Wenn wir zusätzliche Auflagen erfüllen müssen, CO2 dazukaufen in Zukunft, hinsichtlich der CO2-Emissionswerte oder Reduktionen, die Europa und auch Deutschland sich vorgenommen haben im Horizont der nächsten 20, 30 Jahre, dann führt das dazu, dass enorme Kosten auf uns zukommen, obwohl wir schon viel, viel besser sind als viele, die nicht unter diesen Bedingungen produzieren. Und dann werden wir weniger konkurrenzfähig. Demnächst wird Leuna voraussichtlich CO2-Zertifikate dazukaufen müssen. Zum Beispiel welche aus Russland. Die haben ja genug davon und können gleichzeitig ihr klimakillendes Öl gewinnbringend verkaufen. Mit dem gasgeflärten Öl aus Russland hat Ian Craig, einer der verantwortlichen Manager von Shell, kein Problem. Nun, unser Einfluss auf die russische Produktion ist sehr begrenzt. Wir sind nicht direkt beteiligt und kaufen Rohöl auf dem Weltmarkt. Ist das Öl aus Russland nicht illegal? Denn Gasflaring ist doch in Europa verboten. Ja, die Gesetze gelten für Europa. Ist es nicht überall das Gleiche? Wir importieren Waren aus China. Wie sieht es dort mit Gasabfackeln und der Umweltverschmutzung aus? Sollen wir deshalb alle Waren aus China verbieten? Wir sollten eher überzeugen. Russland und Nigeria haben ja schon Programme, um Gasflaring zu reduzieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Erstaunlich, wie sich ein Konzern, der Milliardengewinne mit geflärtem Öl macht, der Verantwortung entzieht. Und der Verbraucher hat keine Wahl. Selbst Sunny Ofehe muss Benzin aus geflärtem Öl tanken. Mein Tank ist leer. Und das hier ist die nächste Tankstelle. Deshalb muss ich hier tanken. Shell ist überall. Man kann ihnen nicht entgehen. Seit über einem Jahrzehnt verspricht Shell ein Ende des Gasflarings. Angeblich wurden bereits viele Fackeln abgestellt. Noch während in Den Haag Umweltschützer die Konzernzentrale von Shell besetzen, beschließt das Management, 100 Milliarden Dollar in die Erkundung neuer Ölvorkommen zu investieren. Ob sie auch weiterhin klimakillende Treibhausgase in die Luft jagen, bleibt ihr Geheimnis. Offenbar überlässt Shell die Lösung von Problemen gern der Regierung. Und in Holland ist der Konzern ein wichtiger Steuerzahler. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb Shell bisher nicht wegen seiner Gasfackeln verurteilt wurde. Zurück in Nigeria. Das Land befindet sich seit 1990 im Ausnahmezustand. Unter Einsatz ihres Lebens haben die Nigerianer immer wieder gegen die Ölkonzerne rebelliert. Im Ogoni-Land zwangen sie Shell mit Waffengewalt dazu, viele Gasfackelanlagen zu schließen. Bis auf Weiteres, denn jetzt hat wieder die Armee die Oberhand. Überall dort, wo der Widerstand nicht ausreicht, wird weiter abgefackelt. Auch mit Gewalt. Es gibt hier so viele Sicherheitskräfte, Soldaten, die die Gasfackeln bewachen. Überall Polizeihunde. Und sie lassen dich nirgendwo rein. Nicht einmal offiziell durchs Haupttor. Am Ende wirst du verhaftet. Von der Armee oder Shells Privatpolizei. Wir müssen uns von hinten anschleichen. Das ist ein großes Risiko. An den Straßen hunderte von Militär- und Polizeikontrollen. Tausende Menschen verloren ihr Leben im Konflikt mit der Ölindustrie. Die Angst ist überall spürbar. Trotzdem begegnen wir immer wieder Menschen, die sich gegen die Ölkonzerne auflehnen. Diese Frauen kämpfen gegen die Gasfackeln von Ajib.
Das Gasflaring ist verboten, aber wir können nichts dagegen tun. Wir haben Vertreter gewählt, die sollten mit den Ölkonzernen verhandeln. Plötzlich wollten sie nicht mehr. Sie wurden gekauft von den Konzernen. Die Fackeln brennen weiter und wir leiden Tag und Nacht unter diesem Lärm. Aber nicht alle lassen sich kaufen. Einige zogen vor Gericht, um die Gasfackeln zu stoppen. Die Strafen sind gering und die Folgen für die Kläger brutal. Wir haben von einem zerstörten Dorf gehört. Die Bewohner machen Shell für die Zerstörung verantwortlich. Sie haben uns angegriffen. Sie haben alles verwüstet. Shell ist schuld an der Verwüstung. 2005 haben sich einige Dorfbewohner an einer Klage gegen das Gasabfackeln von Shell beteiligt. Daraufhin kam es zu Unruhen im Dorf. Keiner konnte dem anderen mehr trauen. Die Menschen begannen, gegeneinander zu kämpfen. Einige wurden angeblich von Shell bezahlt. Einer der Überlebenden berichtet. Einige Leute erzählten, dass Shell mit Dorfbewohnern zusammengearbeitet hat. Shell hätte ihnen Geld gegeben. Es gab viele Gerüchte, wer was bekommen hat. Ich kam gerade aus der Richtung von Shell in dieser Nacht. Da hat mich eine Gruppe von Jungs umringt und geschrien, haut ihm den Kopf ab. Da habe ich die Hand zum Schutz gehoben und nach Jesus gerufen. Dann haben sie mir die Hand abgehackt. Der Ölreichtum bringt Nigeria kein Glück. Kaum einer traut sich mehr auszusagen. Die Menschen werden vertrieben und die Gasfackeln brennen weiter. Trotz Verbots. Was sagt Shell dazu? Warum richten die sich nicht nach dem Fackelverbot? Es ist schwierig für mich zu kommentieren, was andere Leute sagen. Wieso andere Leute? Das ist das höchste nigerianische Gericht. Das ist doch das, was ich sage. Wir halten die Gesetze dieses Landes ein. Es gibt kein Gesetz, das wir brechen. Aber wenn Sie sich auf Aussagen anderer Leute beziehen, kann ich diese nicht kommentieren. Fakt ist, wir brechen kein einziges Gesetz in Nigeria. Die Vertreter der Ölindustrie handeln offenbar nach ihren eigenen Gesetzen. Die Weltbank, die sich eigentlich zum Ziel gesetzt hat, das Gasflaring zu reduzieren, zeigt erstaunlich großes Verständnis für das Verhalten der Ölindustrie. You have flared gas because das Gas wird abgefackelt, weil das Verbrennen das geringste Risiko darstellt. Natürlich verdient man auch nichts daran. Am Ende kommt der Gewinn der Ölkonzerne vom Öl und nicht vom Gas. Und weil das Gas kein Geld bringt, wird es zur Belastung. Wir können nicht erwarten, dass die Konzerne und Märkte freiwillig auf hohe Gewinne verzichten, finanzielle Einbußen in Kauf nehmen, nur weil es gut für die Umwelt ist. Das Abfackeln kann also nur aufhören, wenn das Begleitgas gewinnbringend verkauft wird. Der Export wäre aber zu teuer und die Nigerianer können sich das Gas nicht leisten. 70% der Menschen leben unter der Armutsgrenze. Früher war das Land fruchtbar. Heute sind weite Gebiete im Niger-Delta durch Gasflaring und Ölverseuchung zerstört. Die Mangrovenwälder, Laichplatz der Fische und CO2-Speicher sind tot. Niemand kann mehr vom Fischfang leben. Viele Menschen haben die Ölwüste verlassen. Die Zurückgebliebenen müssen sich mit schmutzigen Jobs begnügen. Einige gewinnen aus Öl Benzin. Wir wollen nicht verhungern. Deshalb stellen wir selber Benzin her. Damit können wir uns wenigstens was zu essen kaufen. Wenn uns jemand Arbeit gibt, hören wir sofort auf. Unsere ganze Jugend stirbt. Das Öl hat viele von uns umgebracht. Auch mit der Beseitigung der Ölpest lässt sich kein Geld verdienen. Was zählt, ist der schnelle Petrodollar. Deshalb greift Shell auch hier auf altbewährte, klimavernichtende Methoden zurück.
Anstatt die verseuchte Erde abzutragen, wird das Öl einfach verbrannt und Unmengen von Treibhausgasen in die Luft gejagt. Es kommt immer wieder zu schweren Bränden. Dabei explodieren auch Gasfackelanlagen. The community was asleep and suddenly in the night there was an explosion. Die Leute schliefen. Mitten in der Nacht war plötzlich überall Gas. Und dann kam es zur Explosion. Hier brannte es 3 Monate lang. Jetzt hat Shell die Produktion unterbrochen. Die abgestellten Gasfackeln verkauft der Konzern als Erfolg. Man kann wirklich nicht sagen, dass Shell freiwillig das Gas abfackeln reduziert. Wenn sie hier immer noch Öl fördern könnten, würden sie auch weiter abfackeln. Aber wir Ogonis haben gesagt, ihr hört damit auf. Wir haben sie gezwungen, das Land zu verlassen. Die Ölkonzerne sind offenbar nicht freiwillig dazu bereit, den Klimawandel aufzuhalten. Nur wenn sie dazu gezwungen wären, sich weltweit an europäische Umweltstandards zu halten, hätten wir eine Chance auf eine Welt ohne Gasflaring.